Eines der ersten Dinge, die man bei einem Windows-Betriebssystem tut, ist klassischerweise den Browser zu wechseln. Der Vorgang ist normalerweise so, dass ich mir mit dem Microsoft Edge oder dem Internet Explorer einen vernünftigen Browser herunterlade und den dann entsprechend als Standardbrowser definiere. Das war mal so und ist jetzt deutlich komplexer geworden bei Windows 11. Wie man es trotzdem hinkriegt, Firefox zum Beispiel als Standardbrowser festzulegen, zeige ich euch nach dem Intro. Also mir scheint, Microsoft will den Umstieg auf einen alternativen Browser immer weiter erschweren. Trotzdem geht's natürlich noch, aber es wird einfach immer komplizierter. Firefox und Edge sind hier installiert, wie man sehen kann, und ich möchte jetzt quasi umsteigen von Edge auf Firefox. Ja, wie mache ich das? Ich gehe hier unten mal auf das Windows-Logo und suche einfach mal nach Apps. Und hier bekomme ich dann in der Auswahl die Standard-Apps angezeigt. Da klicke ich jetzt einmal drauf und jetzt muss ich eben nach der App entweder suchen oder nach dem Standard. Also zum Beispiel HTTP, da ist bei mir der Firefox eingetragen. Also am einfachsten ist es, ich durchsuche mal die Apps, suche hier mal nach Firefox, warum auch immer der hier zweimal auftaucht. Und jetzt sehe ich, was der Firefox quasi alles machen kann. Also der Firefox kann HTTP und HTTPS öffnen. Der kann aber auch noch viele andere Dinge. Und ich möchte für diese ganzen Dinge natürlich möglichst einen Browser verwenden und nicht zwei verschiedene. Das heißt, ich muss jetzt hier jeden einzelnen Punkt anklicken und den Firefox festlegen. Machen wir das einmal durch. Ich klicke hier drauf und jetzt nervt er nochmal. Er will nochmal mir hier den Microsoft Edge verkaufen. Ich klicke jetzt hier auf Trotzdem wechseln. Und wähle hier den Firefox aus. Und das muss ich jetzt wirklich für jeden dieser Punkte hier einzeln machen. Wenn du eine schnellere Lösung hast, gerne in die Kommentare damit. Mir ist bisher keine auf oder eingefallen. Man muss sich hier jetzt wirklich hardcore durchklicken. So, jetzt habe ich hier alle ausgewählt. Eine kleine Besonderheit ist dieses Mail-To hier unten. Man kann, glaube ich, das Ganze so festlegen, dass der Webmailer aufgeht. Wer aber sowieso Outlook oder irgendein anderes E-Mail-Programm installiert hat, der möchte seine Mail-Toolings vielleicht ein bisschen anders geöffnet werden. Ich würde das jetzt erstmal leer lassen. Erst wenn das dann wirklich ansteht oder gefragt wird, würde ich das festlegen. Nichtsdestotrotz, ihr wisst, wie ihr umsteigen könnt und man sieht, dass es jetzt deutlich komplexer geworden ist.